Hi, ich bin Ira. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr hier kostenlos abonnieren. Ihr könnt aber auch kostenpflichtig abonnieren, indem ihr Mitglied werdet. Ihr erhaltet dann Zugriff auf exklusive Videos. Nur für Mitglieder, ganz exklusiv. Dann seid ihr sozusagen im VIP-Club. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten nicht vergessen, Kommentar gefällt mir für den Algorithmus dazulassen. Und wir starten jetzt mit diesem Video. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, Leute, geht es heute mal um das Thema Kokosöl. Mich haben immer mal wieder Nachrichten zum Thema Kokosöl erreicht. In letzter Zeit häuft sich das. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie denn meine Meinung zu dem Thema ist, dass Kokosöl ja sogar schädlich für die Haare sein soll. Das hat sich tatsächlich in letzter Zeit gehäuft. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also falls ihr das auch schon mal gehört habt, bitte an der Stelle mal in die Kommentare schreiben, wo ihr das her habt. Ich fand das ganz interessant, weil jahrelang war Kokosöl ja so der heilige Gral für die Haarpflege. Also gesund für Haare, Kopfhaut, auch also allgemein Haut, kann man super zum Eincremen verwenden, hilft bei rissigen Lippen, wirkt antibakteriell, punktuell bei Pickeln gut, ist toll für Haare, Kopfhaut, also so ein bisschen Allrounder. Ja, und dann irgendwann, so vor einem Jahr ungefähr, habe ich das Gefühl, kam so der Umschwung, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, was ich denn davon oder was ich dazu sage, dass Kokosöl ja gar nicht so toll für die Haare sein soll. Ich habe mich damals schon gefragt, woher das eigentlich kommt. Also gab es da irgendwo einen Bericht oder hat das wieder irgendjemand behauptet? Deswegen habe ich da erstmal ein bisschen recherchiert. So, ihr wolltet ja meine Meinung dazu hören. Deswegen musste ich halt erstmal recherchieren. Wundert euch nicht, wenn ich hier so ein bisschen auf mein Handy gucke. Ich habe mir viele Notizen gemacht, Screenshots und so weiter, damit ich auch nichts vergesse. Irgendwie gab es nur eine Quelle, die ich gefunden habe. Und das ist ein Interview von irgend so einem Friseur. Ross Charles heißt der, kenne ich nicht. Habe ich vorher noch nie gehört, das ist der Besitzer von Ross Charles Hairdressing. Ist irgendwie aus UK oder Amerika, weiß ich jetzt nicht mehr. Kennt ihr den? I don't know. Finde ich übrigens ganz interessant, dass aufgrund einer Aussage in einem Interview von irgendeinem Typen dann sowas entsteht. Ich kann euch den Artikel, also es gibt mehrere Artikel, beziehungsweise ist alles das gleiche Interview, aber halt von mehreren Seiten. Was ist das für eine Seite? Von glamour.de. Also Kokosöl soll trockenen und spröden Haaren wieder zu mehr Glanz verhelfen, Feuchtigkeit spenden. Pflegendes Öl auf trockene Stellen klingt plausibel, ist es aber nicht, sagt Ross Charles, Besitzer von Ross Charles Hairdressing. Er verrät, die Leute benutzen Öle oft, um ihren Haaren Feuchtigkeit zu spenden. Aber wenn Haar Feuchtigkeit braucht, ist es durstig und benötigt einen Drink. Tatsächlich passen Öl und Wasser nicht zusammen. Öl stößt Wasser ab und drückt es entweder aus dem Haar heraus oder verhindert, dass es in das Haar gelangt. Das ist, was der Typ gesagt hat. Ich habe hier noch ein paar andere Screenshots. Hier ist, das ist auch von Jolie.de. Da Öl und Wasser sich nicht verbinden, entziehen Produkte wie Kokosöl dem Haar sogar seine Feuchtigkeit oder verhindern, dass andere Feuchtigkeitsprodukte eindringen können. Das Resultat: trockenes und sprödes Haar. Vielmehr empfiehlt er Haarpflegemittel mit Aminosäuren, wie zum Beispiel, ja, da ist irgendeine Aufbaupflegekur empfohlen worden. Ich musste das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also klar, Wasser und Öl verbindet sich nicht miteinander, zumindest nicht ohne Emulgator, ist logisch. Auch klingt es für mich logisch, dass keine Feuchtigkeit ins Haar eindringen kann, wenn ein Ölfilm darüber ist. Also das ist ja quasi wie ein natürlicher Silikonschutzmantel. Also ne, ihr wisst, ich habe ja auch schon viele Videos über das Thema Silikon gemacht. Und Öl ist ja quasi so ein natürliches Silikon. Es versiegelt die Haare, lässt sich allerdings wieder auswaschen. Also es legt sich um das Haar herum. Es kommt keine Feuchtigkeit mehr herein. Oder ich glaube zumindest auch nicht mehr heraus. Also was er da sagt von wegen, dass Feuchtigkeit aus dem Haar herausgezogen wird. Ich meine, wie soll das funktionieren? Wie er ja schon gesagt hat, Öl und Wasser verbindet sich nicht. Also warum sollte das Öl Wasser entziehen? Das macht für mich jetzt nicht wirklich Sinn. Und dass das Haar Aminosäuren, Feuchtigkeit und so braucht, ist natürlich richtig. Deswegen habe ich einfach mal geschaut, woraus Kokosöl eigentlich so besteht. Da habe ich einfach mal auf goodoldwikipedia.de geschaut. Und zwar, Zitat, Zusammensetzung, Kokosöl besteht hauptsächlich aus Triglyceriden, die gesättigte Fettsäurereste enthalten. Des Weiteren enthalten sie Triglyceride als Fettsäurerest in bla bla bla. Spuren von Mineralstoffen, Aminosäuren, Vitamin E und Lactone. Wird das Öl jedoch raffiniert, so geht das Vitamin E verloren. Ja, grundsätzlich sollte man immer unraffiniert benutzen. So, dann ist hier nochmal so eine Liste, die kann ich euch auch mal einblenden. Das ist von der Seite nährwertrechner.de.
Das sind die Nährwerte für Kokosöl, steht ja auch ganz oben. Und da steht explizit auch, dass da Aminosäuren enthalten sind. Also scheint das ja schon mal falsch zu sein, dass Kokosöl keine Aminosäuren enthält. Dann habe ich hier noch einen Screenshot gemacht von glamour.de. Wer also Öl in sein Haar gibt, bringt es zwar optisch zum Glänzen, gepflegt wird es aber nicht und durch Öl auf Dauer sogar noch spröder. Hier ist jetzt also die Behauptung, dass es das Haar also schädigt auf Dauer. Denn es verhindert das Haar, richtige Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das war aber noch nicht alles, denn mit dem vermeintlichen Wundermittel gibt es noch ein weiteres Problem. Laut dem Experten, also der Typ da, wirkt insbesondere Kokosöl nur als eine Art Schnellreparatur, indem es in jedes winzige Loch im Haarschaft eindringt. Damit stünde es aber Aminosäuren im Weg, die strapaziertes und geschädigtes Haar eigentlich dringend benötigt. Fazit, Kokosöl verschleiert quasi das Problem, hilft aber auf lange Sicht nicht gegen Trockenspitzen. Also quasi, es soll ein natürliches Silikon sein. So, aber alle Artikel, die ich jetzt hier gefunden habe, ne, die das halt behaupten, wie eben Glamour Jolie, beziehen sich alle nur auf die Quelle Ross, bla, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Also es ist nur dieser eine Typ, auf den sich bezogen wird, aufgrund einer Aussage, die er nicht mal belegt. Also es ist nur seine Meinung. Ich habe nirgendwo gesehen, dass er das irgendwie wirklich belegt. Kann man glauben, muss man aber nicht. Dass Kokosöl das Haar auf Dauer spröder macht. Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, dass Kokosöl dem Haar keine Feuchtigkeit spendet, sondern das Haar nur versiegelt. Dann ist das richtig, wenn man es falsch anwendet. Ich würde raten, dem Haar erstmal Feuchtigkeit zu geben, also eine schöne Haarkur zu machen, vielleicht noch ein Leave-In, Feuchtigkeitsprodukt anzuwenden und dann zum Schluss erst Öl darüber zu geben, damit man diese Versiegelung hat, aber Feuchtigkeit bereits im Haar hat. Es macht halt keinen Sinn, erst Öl anzuwenden, vorausgesetzt immer, dass diese Theorie stimmt, dass das Haar versiegelt wird und nichts anderes. Ne? Ihr wisst schon. Es macht also dann keinen Sinn, erst Öl darauf zu geben und dann Feuchtigkeit hinzuzugeben. So hätte man das Problem ja schon gelöst. Ja, dass Kokosöl jetzt eine Art Schnellreparatur wirkt, wieder vorausgesetzt, dass es keine Feuchtigkeit spendet, was ich nicht wirklich beweisen kann. Also ich hab einen kleinen Test gemacht, da kommen wir aber am Ende zu. Ja, das mit den Aminosäuren habe ich ja gerade schon widerlegt. Also der Kokosöl enthält Aminosäuren. So, habe ich jetzt wieder einen Screenshot hier von, was ist denn das? Steht jetzt hier leider nichts. Ich glaube, das war aber eine andere Seite. Trockenes Haar an sich dürstet nach Feuchtigkeit, doch Öl und Wasser vertragen sich nicht sehr gut, ist klar. Aus diesem Grund sollte sprödes Haar nicht mit Ölen behandelt werden. Das Kokosöl entzieht den Haaren nicht nur Flüssigkeit. Hier wird jetzt behauptet, dass Kokosöl den Haaren Flüssigkeit entzieht, wofür es keinen Beweis gibt. Also ich wüsste zumindest nicht, dass man das irgendwo bewiesen hat. Kokosöl entzieht den Haaren nicht nur Flüssigkeit, es verhindert auch, dass diese eindringen kann. Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber da gibt es eben diese Lösung, Feuchtigkeit vorher aufzutragen. Das Ergebnis, noch spröderes und trockenes Haar. Das macht Kokosöl mit unserem Haar. Falls ihr Haar sowieso schon geschädigt ist, zum Beispiel durch ständiges Färben, braucht es vor allem Aminosäuren. Da sieht man ganz eindeutig, dass sich das wieder auf das Interview von diesem Typen bezieht. Diese stärken die Haarstruktur und unterstützen beim Wachstum. Haaröle, vor allem Kokosöl, neigen dazu, in jede Faser des Haares einzudringen. Vielleicht sieht es kurzzeitig so aus, als würde Öl der Haargesundheit helfen, aber auf lange Sicht gesehen schadet es trockenem Haar. Ja, dann empfehlen die hier wieder eine Haarkur mit ihrem Amazon-Link. Und das war im Grunde alles, was ich zu diesem Thema gefunden habe. Also diese ganzen Klatschblätter beziehen sich alle auf dieses Interview von diesem einen Typen, der halt gesagt hat, nee, meiner Meinung nach ist das nicht gut und das Haar braucht dies und das. Ich finde es interessant, welche Wirkung das haben kann. Das Problem ist, man müsste jetzt halt herausfinden, wie verhält sich Kokosöl tatsächlich am Haar. Es gibt halt jede Menge Quellen, also ohne Beweis, also jede Menge Klatschblätter und Seiten und dies und das, die behaupten, Kokosöl ist super gut und es spendet dem Haar Feuchtigkeit. Und dann gibt es halt andere, die sagen, nein, das ist nicht so. Letztendlich, ihr habt euch ja gefragt, was ich dazu denke, ich kann es halt auch nicht beweisen, dass es jetzt so ist oder dass es nicht so ist. Das müsste man dann halt irgendwie, wie beweist man das? Keine Ahnung, im Labor testen. Die Möglichkeit habe ich aber nicht. Deswegen habe ich mal so einen kleinen Selbstversuch gemacht mit mehreren Strähnen. Das war jetzt so das Einzige, was ich machen konnte. Ja, da zeigt sich im Endeffekt nicht viel Unterschied. Ich habe jetzt hier eine Strähne mal nur mit Kokosöl, also gewaschen habe ich die. Dann habe ich die nur mit Kokosöl behandelt. Und bei der hier habe ich zuerst eine Feuchtigkeitspflege gemacht und dann Kokosöl draufgegeben. Die sind halt dadurch, dass ich sie halt gewaschen habe, jetzt so ein bisschen trockener und spröder geworden. Aber letztendlich fühlen die sich alle beide noch super an. Es ist kein Unterschied vorhanden. Mehr kann ich letztendlich auch nicht tun, um das irgendwie zu testen. Also mein persönliches Fazit, ob Kokosöl jetzt tatsächlich dem Haar Feuchtigkeit entzieht oder spendet,
kann ich nicht beweisen. Ich persönlich glaube nicht, dass es dem Haar Feuchtigkeit entzieht oder dass es das Haar schädigt, es sei denn, man wendet es falsch an. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dem Haar sonst keine Feuchtigkeit gibt und dann immer nur Öl drüber gibt, dass es tatsächlich wie so eine Art natürliches Silikon wirkt. Man sollte vielleicht erstmal eine Feuchtigkeitskur machen, Feuchtigkeits-Leave-In-Pflege und dann erst Öl drüber geben. So, denke ich, ist man auf der sicheren Seite. Ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich nie Probleme mit Kokosöl hatte. Also meine Haare sind davon nie kaputt gegangen. Ich habe die jetzt zwar ein bisschen kürzer. Ich habe die ja letztes Jahr abrasiert und jetzt wachsen sie wieder. Aber ich hatte ja sonst immer sehr langes Haar. Und ich habe sehr häufig Kokosöl in die Haare gegeben. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine Haare davon noch trockener werden. Ganz im Gegenteil, das hat immer sehr gut geholfen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es Feuchtigkeit spendet. Von daher kann ich das so nicht bestätigen. Und dazu kommt noch, es ist jetzt zwar nicht das Gleiche, Haut und Haar, so ein bisschen was anderes, aber trotzdem, ich habe ja schon vor langem auch Videos gemacht dazu, dass ich halt meinen Plastikkonsum so ein bisschen einschränke und zum Beispiel sowas wie Bodycremes, Duschgel kaufe ich ja alles nicht. Bodycremes sind für mich überflüssig. Ich creme mich halt mit Öl ein, habe lange Olivenöl genommen, fand aber den Geruch eklig. Bin dann jetzt vollständig auf Kokosöl umgestiegen, benutze ich auch für meine Lippen, habe ich auch mal als Haarkur zwischendurch mal verwendet und als Leave-In für meine trockenen, kaputt blondierten Spitzen. Ne? Und ich creme mich damit mittlerweile seit Jahren ein. Ich benutze nichts anderes. Und wäre es so, dass Kokosöl tatsächlich austrocknend wirkt, dann müsste ich ja total rissige, kaputte Haut haben, aber ich creme mir auch damit die Hände ein und die sind danach immer total geschmeidig und schön und ich habe das Gefühl, dass so Feuchtigkeit gespendet wird. Und wäre es so, dass es Feuchtigkeit aus dem Haar herausdrückt, müsste das ja auch bei der Haut so sein, denn die hat ja auch Poren und sowas, ne? Es ist nicht ganz das Gleiche, aber so in etwa halt, also ihr wisst, was ich meine. Von daher, ich glaube das nicht. Und alleine schon das mit den Aminosäuren zeigt ja irgendwie schon, dass der Scheiße labert. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass aufgrund so einer Aussage von irgendeinem Typen, der mal ein Interview gegeben hat, alle Klatschblätter jetzt auf einmal sowas schreiben. Ja gut, ich meine, es ist halt deren Job und das wird halt geklickt und... Aber dass die Leute das dann auch so verbreiten, finde ich interessant. Also es ist jetzt nicht so, dass es mega die Wellen geschlagen hat und ich bombardiert wurde mit diesen Fragen, aber es kam hin und wieder schon mal vor. Also ganz so kalt gelassen hat es die Menschen dann auch nicht. Also ihr könnt ja gerne mal euer Feedback dazu dalassen, auch was ihr glaubt. Und wir können uns hier auch gerne austauschen. Ich behaupte auch nicht, dass ich allwissend bin und dass das, was ich sage, alles 100% richtig ist. Aber ich habe euch jetzt einfach mal meine Meinung, meine Sicht der Dinge, wie ich das denke, dass es ist, dargeboten. Und was ihr daraus macht, ist jetzt eure Sache. Wie gesagt, gerne mal Feedback da lassen. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.